Danke für die Einladung. Es ist wirklich sehr kurzfristig gewesen. Und ich konnte mir nicht vorstellen, was sich hier heute abspielt, dass hier so viele Leute sind. Und ich freue mich, dass so viele Leute da sind. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass es vielen von euch so geht wie mir. Nämlich die Furcht und die Angst steigt in mir und bei euch auch. Nämlich dahingehend, dass es nicht nur Kriege außerhalb Europas gibt, was schlimm genug ist, sondern dass die Kriegsgefahr auch innerhalb Europas, nämlich zwischen der NATO und Russland, steigt. Und das ist auch meine Befürchtung. Die steigt in mir auch, diese Angst. Und deswegen möchte ich zu diesem Thema sprechen. Denn wir wollen keinen Krieg. Wir sagen Nein zum Krieg. Das ist das, was uns bewegt. Deswegen sind wir hier. In letzter Zeit häufen sich die Vorwürfe gegen die russische Regierung. Einmischung in den US-Wahlkampf, Hackerangriffe, Giftgasangriffe in England, Unterstützung eines Giftgasmörders in Damaskus hören wir täglich. Statt erst einmal Untersuchungsergebnisse von unabhängiger Seite abzuwarten, wird von NATO-Staaten sanktioniert und bombardiert. Nach dem Motto: erst schießen, dann fragen. Was ist das für eine Art? Das, was ein ziviles Zusammenleben begründet, Rechtsstaatlichkeit, wird über den Haufen geworfen, entsorgt. Der Eckpfeiler der internationalen Beziehungen, die Charta der Vereinten Nationen, wird von NATO-Staaten unterhöhlt. Und das nicht zum ersten Mal, sondern sie sind Serientäter. 1999 Jugoslawien, 2003 Irak, 2011 Libyen, 2017 Syrien, 2018 Syrien, um nur die Augenfälligsten zu nennen. Dieses westliche Vorgehen verunsichert, ängstigt, führt nicht zu einer Stabilisierung der Beziehung und führt nicht zur Vertrauensbildung, die dringend nötig ist. Ich will, dass die Normen des internationalen Rechts von allen Seiten eingehalten werden. Ich will eine Zivilisierung der internationalen Beziehungen. Aber ich habe Befürchtungen. Ich beobachte Spannungen, die seit langem vom Westen gegen Russland geschürt werden. 2001 kündigte George W. Bush den RBM-Vertrag, um ein globales Raketenabwehrsystem errichten zu können, das sich gegen Russland richtet. Russland muss deshalb um den Verlust seiner strategischen nuklearen Zweitschlagskapazität fürchten. Hinzu kommt das Bestreben, bis 2020 eine Full Spectrum Dominance, also eine umfassende Überlegenheit an Land, im Wasser, in der Luft, im Weltraum und im Cyberspace zu erlangen. Seit 2006 arbeiten die USA an der Fähigkeit des Prompt Global Strike. Das meint, binnen einer Stunde jeden Ort der Welt mittels Interkontinentalraketen, Hyperschallflugzeugen, Marschflugkörpern und Kampfdrohnen angreifen zu können. Hinzu kommt das von Obama aufgelegte Modernisierungsprogramm für Atomwaffen und ihre Trägersysteme, das in den kommenden 30 Jahren 1.000 Milliarden Dollar verschlingen soll. Russland muss sich davon bedroht fühlen. Hinzu kommt das massive Ungleichgewicht im konventionellen Rüstungsbereich zugunsten der NATO. Ich weiß, man kann sich Zahlen kaum merken, aber gehört haben sollte man sie einmal. Dass die NATO 13-mal so viel für Rüstung ausgibt wie Russland, ist bekannt. Wie sich das materiell auswirkt, weniger. Die Deutsche Welle hat dazu im Februar eine Aufstellung gemacht. Hier ihre Zahlen. Die NATO verfügt mit knapp 3,5 Millionen Soldaten über das 4,4-fache Russlands. Die NATO hat 25% mehr Kampfpanzer. Sie hat das 2,8-fache an Kampfhubschraubern, das Vierfache an Kampfflugzeugen,
das 2,7-fache an Zerstörern, Fregatten und Korvetten und das 2,6-fache an U-Booten. Während die NATO-Staaten 27 Flugzeugträger nutzen, hat Russland nur einen. Unter diesen Bedingungen der drückenden NATO-Überlegenheit fällte die NATO 2014 den Beschluss, dass alle europäischen NATO-Staaten in 10 Jahren möglichst 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für das Militär ausgeben sollen. Im letzten Jahr waren es nach NATO-Kriterien knapp 1,5%. 2% am BIP bedeuten einen Anstieg um 100 Milliarden auf 350 Milliarden Dollar in Europa im Jahr, wenn das BIP so bleibt. Zum Vergleich, Russland gibt nur 70 Milliarden Dollar für Militär aus. Aber das BIP wird steigen. Die alte GroKo rechnet offiziell mit einem jährlichen Plus des BIP von 3,25% bis 2021. Würde das auch noch 2024 so sein, würde das deutsche BIP dann 4.000 Milliarden Euro betragen. Und wer Zinsrechnung weiß oder Prozentrechnung weiß, kann sich leicht ausrechnen, dass 2% von 4.000 bedeutet 80 Milliarden. 80 Milliarden sollen für die Bundeswehr ausgegeben werden. Ich finde das unerhört. Es ist das Doppelte von dem, was heute ausgegeben wird. Ich möchte das nicht. Die NATO-Aufrüstung ist gegen Russland gerichtet. Sie erhöht die Spannungen, löst russische Abwehrmaßnahmen aus, beschleunigt das Wettrüsten, erhöht die Kriegsgefahr. Ich will das nicht. Deshalb unterstütze ich den Appell der Friedensbewegung an die Bundesregierung. Abrüsten statt aufrüsten. Der sich für eine Entspannungspolitik mit Russland einsetzt. Der Bundesausschuss Friedensratschlag wirbt dafür, dass dieser Appell von möglichst vielen getragen wird. Bitte tut es auch. Danke.